Hi, ich bin Mike. Heute möchte ich ausprobieren, ob ich selbst Olivenöl herstellen kann. Hierzu habe ich mir mal ein paar Olivenbäume ausgesucht. Und zwar Olivenbäume, die nicht mehr bewirtschaftet werden. Also ich werde für diesen Versuch keine Oliven klauen irgendwo, sondern das sind wirklich Oliven, die keiner mehr nimmt. Man sieht das daran, dass die sehr klein und verkümmert sind. Hier, die werden nicht mehr kultiviert. Aus so einem großen Baum, wenn der bewirtschaftet wird und hat einen guten Ertrag, da kann man aus so einem Baum wohl um die 5 bis 10 Liter Olivenöl pro Jahr erwirtschaften. Wenn man bedenkt, ich selbst brauche pro Jahr etwa 15 Liter Olivenöl, also mit meiner Familie, alle 4 bis 5 Monate kaufe ich eine Garaffe 5 Liter kaltgepresstes Olivenöl, ungefiltert. Und dieses Olivenöl, was wir da verwenden, das kommt hier direkt von Bauern aus der Gegend. Dieses besonders gute Olivenöl hier aus unserer Gegend, das nehmen wir für Salate aufs Brot oder auf das Essen. Und daneben haben wir noch anderes Olivenöl aus dem Supermarkt, auch gutes kaltgepresstes Olivenöl. Das nehmen wir dann aber zum Braten und Backen. Das ist etwas günstiger. Die Erntesaison kann beginnen schon im Oktober, kann aber auch erst im Januar sein. Heute werden Oliven vor allem mit Maschinen geerntet. Hierzu kommt eine Maschine und die rüttelt den ganzen Olivenbaum. Die Oliven, die fallen dann runter auf ein Tuch, das ausgebreitet ist. Und trotzdem ist es natürlich eine sehr anstrengende Arbeit. Ja, und wenn man bedenkt, was man so im Jahr für Olivenöl verbraucht, also wir verbrauchen im Jahr um die 15 Liter, ja, und viele spanische Familien wohl auch, also 15 Liter, das ist der Ertrag von 2 bis 3 ganzen Bäumen. Da kann man sich vorstellen, die riesen Olivenhaine, was da gearbeitet werden muss, wie viele Oliven da wachsen müssen, damit alle genug Olivenöl haben. Ja, Olivenöl ist natürlich sehr gesund, schmeckt wunderbar. Ich kann mir ein Leben ohne Olivenöl überhaupt nicht vorstellen. Die Herstellung von Olivenöl, die ist übrigens denkbar einfach. Wenn die Oliven einmal geerntet wurden, dann kommen die direkt zur Olivenmühle. Und in der Olivenmühle, da werden die gepresst. Und zwar, die werden gepresst mit Steinen komplett, so kommen die rein. Und bevor die aber gepresst werden, werden die noch gewaschen. Nach dem Zermahlen entsteht ein Olivenmus, bestehend aus dem Fruchtfleisch der Oliven und aus den Kernen. Und dieses Mus wird dann nochmal ausgedrückt, also kalt gepresst richtig. Und aus dieser Pampe, aus dem, was rausgepresst wird, da setzt sich dann das Öl ab. Die Oliven nach der Ernte, sobald die geerntet sind, sollten die am besten gleich weiterverarbeitet werden. Weil wenn die länger liegen, da können sich dann dunkle Stellen bilden und die können dann natürlich auch gären. Diese Oliven, die ich hier jetzt zusammensammle, das ist keine gute Qualität, sind ziemlich verrunzelt, aber sind halt auch keine kultivierten, sondern solche, die hier noch wild wachsen, die ich aber dafür pflücken kann, ohne anderen Leuten dabei ihre Oliven wegzunehmen. Wie ihr seht, viel ist hier nicht zu holen. Aber mal sehen, ob ich wenigstens noch ein paar Oliven finde. Und wenn ich die dann habe, dann nehme ich die mit nach Hause. Und zu Hause möchte ich dann probieren, die zu pressen, um da wenigstens ein paar Milliliter an Olivenöl herauszubekommen. Hier habe ich noch ein paar schönere Oliven gefunden. Die kommen natürlich auch noch mit. Da könnte doch noch ein gutes Öl draus werden. Am Ende habe ich doch noch ein paar schöne Oliven gefunden. Die sehen wirklich gut aus. Ja, ein halbes Kilo ist das bestimmt. Und für den Versuch soll das reichen. Die nehme ich dann mit nach Hause, wasche die und versuche da mal ein bisschen Öl draus zu gewinnen. Das hier ist meine Ausbeute. Mal sehen, wie viel das ist. Ja, immerhin 718 Gramm, doch ganz schön. Die sind natürlich ein bisschen dreckig. Gestern hat es auch noch mal geregnet. Ja, die sind ziemlich verdreckt, deswegen werden die noch etwas gewaschen. Allein schon beim Waschen fühlt sich das auch schon etwas ölig an.
Die Frage ist nun, wie bekomme ich das Olivenöl aus den Oliven? Und da habe ich mir wirklich einige Gedanken gemacht. Outdoor, was man da machen könnte, sich eine Steinmulde suchen oder selber eine Mulde in einen Stein hineinschlagen und dann mit einem anderen Stock da draufschlagen. Oder aber man könnte die Oliven entkernen. Dann wäre das natürlich einfacher und man könnte die zu Hause auch in den Mixer rein. Und was ich mir aber überlegt habe, ich habe noch so einen massiven Stock aus Eukalyptus und damit möchte ich jetzt mal probieren, die Oliven hier in diesem Topf zu zerstoßen. Normalerweise macht es die Olivenmühle mit einem tonnenschweren Mühlrad und mal sehen, ob das auch damit funktioniert. Das ist natürlich eine mühsame Angelegenheit. Oh je, das sieht nicht gut aus. Ja, so geht es einigermaßen. Es scheint, gehen sogar die Kerne kaputt. Und, aua, das ist natürlich gar nicht gut. So, gestern wurde erst gewischt. Kann man die direkt vom Boden wieder auflesen. Meine erste Idee war, die direkt in den Mixer rein zu tun. Ich habe auch so einen alten Mixer, den ich kaum nehme. Ja, wenn das hier nicht funktionieren sollte, dann mache ich das vielleicht auch. Oh je, dieses Olivenöl ist hart verdient, wenn denn Olivenöl rauskommen sollte. Boah Leute, das ist eine richtig schweißtreibende Angelegenheit. Ja, der Anfang, der war etwas mühselig, aber jetzt geht es doch ganz gut. Wenn man einmal einen Anfang gefunden hat, wenn die ersten Oliven zerstoßen sind und nicht mehr rausschnippen, dann klappt das eigentlich ganz gut. Und die Pampe, die sieht auch schon ordentlich aus. Vor allem auch die Olivenkerne, die werden auch mit zerstoßen. So muss das sein. Ja Leute, das ist eine richtig homogene Pampe geworden. Hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht. Die Kerne auch mit gut zerstoßen. Das sieht schon richtig gut aus. Und ich denke, das soll reichen für den Versuch. Muss ich das Ganze noch versuchen irgendwie auszupressen und hierfür werde ich mal ein Leinentuch suchen. Jetzt kommt noch ein ganz besonders spannender Moment, denn jetzt werde ich mal probieren, ob ich hier die Flüssigkeit rauspressen kann. Hier dafür habe ich so ein altes Küchentuch, riecht richtig fruchtig.
Riecht gut. Los geht's. Ich hoffe, dass das Tuch hält. Und tropft schon was raus. Ja, es kommt etwas. Ja, meine Besorgnis ist jetzt wirklich, ob das Tuch das aushält. Weil das hat auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Und das ist aufplatzt. Dann spritzt die ganze Pampe gegen die Kamera. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Ich hätte es vielleicht sogar zuerst noch durch ein Sieb pressen können. Ah! Scheiße, ich hab's geahnt. Ei. So, Sieb, schnell Sieb holen. Ja, schade um jeden Tropfen, der daneben gegangen ist. Das hat sich ja schon ordentlich vollgesogen. Ein stabileres Tuch suchen. Jetzt kommt etwas raus unten. Aber ich glaube, das meiste Öl habe ich überhaupt an den Fingern momentan. Vieh kommt nicht gerade raus. Hier bräuchte man eben wirklich eine richtige Presse, wo man das richtig rauspressen kann. Ja, das Sieb ist auch schon kaputt. Das ist auch schon nicht mehr viel dazu da. Es kommt natürlich eine ordentliche Pampe raus. Aber mit dem Sieb, das dauert ewig. Das sehe ich jetzt schon. Hey. Das wird mein Öl. Ich suche mal noch ein anderes Tuch. Mal gucken, ob das hält. So, keinen Tropfen verschwenden. Ich merke das Öl jetzt komplett an den Händen. Richtig ölig ist das. Kaltgepresstes Olivenöl, frisch aus Andalusien. Das ist die Ausbeute bisher. Ja, man merkt, hier ist richtig viel Flüssigkeit drin. Aber das ist gar nicht so leicht,
die durch die engen Poren durchzupressen. Weil das auch so dickflüssig ist. Für ein Brötchen sollte es reichen, hoffe ich. Was hier rauskommt. Oh Mann. Das gibt Muskeln in die Finger. Ich hätte natürlich auch einen größeren Topf nehmen können. Da wäre nicht so viel daneben gegangen. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch keinen größeren Topf gefunden. Ah! So, Leute. Tuch Nummer 2. Das wird teuer. So, jetzt reicht es aber langsam. Oh Mann. Also ehrlich gesagt, noch ein Tuch mache ich jetzt nicht kaputt. Sonst gibt das Ärger dann meiner Frau. Fragt mich dann, wo die ganzen Tücher an sind. Oh je. Oh je, oh je. Soweit bisher. Das ist die Ausbeute bis jetzt. Ich werde jetzt nicht noch ein Tuch opfern. Zwei Tücher reichen. Man könnte theoretisch noch viel mehr hier rauspressen, weil es ist noch sehr viel Feuchtigkeit enthalten in dem Brei. Aber ich habe jetzt schon zwei Tücher versaut und möchte jetzt nicht noch ein drittes Tuch opfern. Deshalb belasse ich das jetzt erstmal so. Lasse das sowieso über Nacht stehen und denke, vielleicht wird etwas Flüssigkeit von alleine noch runtertropfen und morgen sehe ich dann nochmal nach. Ich werde mit dem Löffel noch ein bisschen nachdrücken jetzt und probieren, hier noch etwas durchzudrücken, so nach und nach. Ich möchte jetzt mal probieren, wie das schmeckt. Hier mal zum Vergleich. So sieht richtiges Olivenöl aus. Das ist mein Olivenöl. Also mal so ein Geschmackstest. Schmeckt auf jeden Fall nach Olivenöl, ist sehr ölhaltig, also ist wirklich eine richtige Ölpampe, aber doch extrem bitter. Also ich mag bitteres Olivenöl. Ich habe hier auch zum Beispiel, was ich hier habe, das Olivenöl aus einer Kooperativa hier aus der Gegend. Das ist auch ungefiltert und hat doch einen wirklich würzigen Geschmack. Das hier im Prinzip, ich denke, man kann das auch so essen. Ich probiere das jetzt auch mal aus mit ein bisschen Brot. Ist jetzt eher wie so eine Paste, Olivenpaste. Gibt es übrigens auch so ähnlich zu kaufen. So Olivenpaste. Hat schon einen bitteren Geschmack. Aber im Notfall könnte man das essen, tatsächlich. Ich finde es auch nicht so schlimm. Also prinzipiell wäre es schon möglich, Olivenöl von Hand aus den Oliven rauszupressen und sich da auf die Schnelle ein bisschen Olivenöl zuzubereiten. Schmeckt natürlich sehr bitter, aber möglich ist es doch schon. Mir ist noch was eingefallen, und zwar durch Dekantieren kann man ja Flüssigkeiten
von Öl trennen. Und die Idee, die ich habe, ist, diesen Trester, also Trester hier die Rückstände, die ich nicht mehr auspressen kann, in eine Schüssel zu geben und mit Wasser aufzufüllen. Und das gleiche möchte ich auch mit diesem Olivenmus machen, mit diesem stark ölhaltigen Olivenmus. Und bin mal gespannt, ob sich da bis morgen vielleicht oben das Öl absetzt. Und das probiere ich jetzt mal aus. So, hierfür habe ich mal ein kleines Glas. Da kommt das Mus rein. Immerhin, das ist das ölhaltige Mus, was ich auspressen konnte. Sieht ein bisschen aus wie Schokopudding. Und das hier werde ich auch nicht einfach wegwerfen. Hier ist ja noch sehr viel Öl enthalten. Aber ich packe es nicht mehr, das auszupressen. Außerdem ist das Sieb hier auch schon kaputt. Bei diesem Versuch mussten bereits zwei Küchentücher und ein Sieb dran glauben. Ich habe übrigens mal nachgesehen, solche Olivenpressen, die kann man sich ja kaufen, aber die sind nicht billig. Also so eine Olivenpresse, eine kleine für den Haushalt, also über 5000 Euro. Wenn man selber Oliven hat, da könnte man sich das wirklich überlegen, wenn man selber Olivenbäume hat. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Kakaomilch. Meine Hoffnung ist die, dass sich unten am Glas die festen Bestandteile absetzen, hier das Wasser bleibt und oben sich ein Ölfilm bildet. Ja, ich bin gespannt. Das lasse ich jetzt über Nacht stehen und morgen früh sehen wir nochmal nach. So Leute, noch einmal eine kurze Zusammenfassung zu meinem Versuch, Olivenöl selbst herzustellen. Wie ihr gesehen habt, ich habe die Oliven selbst geerntet, habe sie mit nach Hause genommen, dann gewaschen. Am Schluss hatte ich etwas über 700 Gramm Oliven. Diese gesäuberten Oliven zerstieß ich dann mit einem Stück Holz in einem Topf und versuchte dann den Brei auszupressen mit einem Tuch. Dabei habe ich zwei Tücher geopfert, die sind dabei zerrissen. Und am Ende habe ich es dann noch mit einem Sieb probiert. Auch das Sieb ist kaputt gegangen, weil ich zu stark gedrückt habe. Trotzdem ist einiges an Mousse rausgekommen. Hatte ich auch schon probiert. Kann man durchaus essen. Schmeckt also gar nicht mal so schlecht. Also im Vergleich zu richtigem Olivenöl schmeckt das sehr bitter. Aber im Prinzip, man könnte es auch essen. Und es gibt wirklich auch so eine Olivenpaste hier zu kaufen bei uns. Die schmeckt doch recht ähnlich wie die, die ich selbst gewonnen habe. Den Trester, also das, was übrig blieb, aus den gepressten Oliven habe ich dann hier reingefüllt in diese Schüssel und mit Wasser aufgefüllt. Und auch das gewonnene Olivenöl, das sehr dickflüssige, das habe ich hier in ein Glas gefüllt, nochmal mit Wasser aufgefüllt, verrührt. Mit der Idee dahinter, dass sich vielleicht das Öl oben absetzt. Und wir können jetzt sehen, tatsächlich, dass sich hier drei Schichten gebildet haben. Also ganz unten so eine Schicht mit Rückständen, die so schwer sind, dass sie bis nach unten durchgesackt sind. Das Fruchtwasser, hier oben wahrscheinlich ja so das Öl und noch ein bisschen vermischt mit so dickeren Schwebeteilchen und ganz oben das blanke Öl. Ich denke aber, die ganze oberste Schicht wird schon sehr ölhaltig sein und das möchte ich jetzt mal probieren, wie das schmeckt. Hier nochmal zum Vergleich ein richtiges Olivenöl. Das hat übrigens auch unten so einen Satz, weil das ungefiltertes Olivenöl ist. Ich hole ja immer ungefiltertes Olivenöl für uns und ja, das ist ein bisschen drüber. Deswegen hier unten so ein bisschen der Rand. Okay, probieren wir das mal. Jetzt kommt der Test. Und ich werde mal hier von dem ausgepressten Olivenöl, was hier drin war,
von dem dicken Mousse etwas abschöpfen. Schauen wir mal. Da siehst du das. Das ist richtiges Öl. Wow. Eine richtige Ölschicht drauf. So, mal probieren, der Geschmackstest. Schmeckt jetzt schon weitaus angenehmer als das Mousse, was ich gestern so probiert hatte, weil es ist jetzt nicht mehr so bitter, so extrem bitter. Schmeckt richtig gut. Und ganz hier oben drauf, das ist die Ölschicht. Hat einen milden Geschmack, leicht wässrig, also noch ein bisschen, darunter ist ja direkt die Wasserschicht, aber fruchtig, durchaus angenehm. Das schmeckt wirklich nicht übel und gar nicht mehr so bitter. Leute, mein erstes selbstgemachtes Olivenöl, ölig, schmeckt wirklich wie Olivenöl und ja, ich bin wirklich überrascht, also überhaupt nicht mehr bitter. Krass, also gestern das Mousse, was ich hier probiert hatte, das erste durchgepresste Öl, das ganz dickflüssige, das hat so einen richtig derben, bitteren Geschmack gehabt und das jetzt hier, ganz mild. Ganz mild. Natürlich unten drunter, ich habe gedacht, hier unten drunter ist noch mehr Öl, aber das ist doch Wasser auch. Das Fruchtwasser. Mit dem Öl durchsetzt. So. Und jetzt hier nochmal der Trester. Also hier hat sich nicht ganz so gut, nicht ganz so günstig abgesetzt, weil hier hat man ja gesehen, hier war so eine richtige Ölschicht obendrauf. Und hier, er ist doch ein bisschen wässriger noch, hier hat sich nicht so gut getrennt. Mir ging es bei diesem Test darum, mal herauszufinden, ob es möglich ist, Oliven zu sammeln, die direkt zu zerkleinern, um da das Öl daraus zu gewinnen, um dieses verwerten zu können. Und der Test, also meines Erachtens hat das durchaus funktioniert. Ich habe zwar die Oliven mit nach Hause genommen, aber im Prinzip jetzt mit diesem Wissen, ich könnte jetzt auch Outdoor Oliven nehmen, die irgendwie zerstoßene und da ein fetthaltiges Gemisch daraus gewinnen zumindest, was einen Nährwert bietet, ähnlich wie dem Olivenöl und was gar nicht mal so übel schmeckt. Was hier noch übrig bleibt von dieser ölhaltigen Masse, das werde ich noch abfüllen. Ich werde es aufheben. Ja, ich bin doch ein bisschen stolz darauf. Immerhin, dass das so einigermaßen geklappt hat. Und wer mag, ich werde da auch Bekannte mal davon kosten lassen. Wer sich da traut. Aber wie gesagt, also man kann das tatsächlich essen. Guckt ihr das an. Ja, und durch das Auffüllen mit Wasser ist es jetzt noch einfacher, das Öl oben abzuschöpfen und die Bitterstoffe sind natürlich nach unten gegangen und es ist angenehmer im Geschmack. Also das wäre dann die Option wirklich, wenn man das mal auf die Schnelle machen möchte, improvisieren, da noch dann mit Wasser aufzufüllen, den Brei, die Vorgehensweise, die wäre dann diese Oliven sammeln, Oliven reinigen, die Oliven zerstampfen
dann versuchen da das Fruchtwasser rauszupressen und dann da nochmal Wasser aufzugießen und oben setzt sich dann der Ölfilm ab und was dann rauskommt, sieht so aus und ist viel milder im Geschmack, als wenn man nur das reine gepresste Olivenöl nimmt, was man gewonnen hat. Danke fürs Zusehen, wenn dir das Video gefallen hat und falls du weitere solche oder ähnliche solche Videos sehen möchtest, dann lasse gerne einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.